Das Herz deines Computers schlägt. Aber es pumpt kein Blut, sondern es braucht Bits. Du kennst nur Quellcode, aber du musst lernen, dass aus dem Quellcode Bits werden müssen. Ganz viele Bits. Maschinensprache. Und wenn du verstanden hast, wie die Maschinensprache aufgebaut ist, dann verstehst du auch den Assembler-Code. Und du lernst, was es bedeutet, wenn ein Programm zum Prozess wird. Darum geht es in diesem Kapitel. Bleib dran, denn sonst wird es dunkel.